Patrick, ich habe gehört, du kämpfst auch ziemlich viel gegen Lobbyismus und so die Einflüsse von Konzernen. Ich engagiere mich ja bei Fridays for Future in der Bewegung. Und ich habe halt häufig das Gefühl, dass effektiver Klimaschutz sich so relativ oft den Interessen von Konzernen unterordnet. Also dass es halt irgendwie nicht wirklich darum geht, was hilft dem Planeten, sondern was hilft den Konzernen. Genau, das ist das Problem im Moment, dass in Brüssel oft Lobbyinteressen, also Profitinteressen von Konzernen Vorrang gegeben wird vor unserer Zukunft letzten Endes. Zum Beispiel, als es um die Abgasgrenzwerte ging, hat die Bundesregierung aktiv die verwässert, im Interesse der deutschen Automobilindustrie. Und was müsste man politisch ändern, damit das nicht mehr so einfach geht? Wir Piraten wollen den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik transparenter machen und auch begrenzen. Und gleichzeitig wollen wir den Bürgern auch mehr Einflussmöglichkeiten geben, zum Beispiel durch digitale Bürgerbeteiligung, durch regelmäßige Bürgeranhörungen, auch durch direkte Demokratie auf EU-Ebene. Und ich bin überzeugt davon, ein wirksamer Klimaschutz lässt sich auch nur durchsetzen gegen die Interessen der Industrie, wenn Politik im Interesse der Bürger und nicht der Industrie gemacht wird. Danke.